Absoluter Real Talk heute in dieser Podcast-Episode. Es könnte sein, dass du dich eventuell ein kleines bisschen angegriffen fühlst. Dann ist das so. Wenn das der Fall sein sollte, mach diese Episode von mir aus direkt aus. Ich will dich nicht persönlich angreifen oder dich schlecht reden oder sonst irgendwas. Ich will dir einfach nur zeigen, was möglich ist. Und warum komme ich da drauf? Jeder, der mich kennt, jeder, der mich bei Instagram verfolgt, jeder, der sich meine Podcast anhört, hört, glaube ich, raus, dass es mir wirklich daran liegt, dass ich Menschen helfen will, dass ich Menschen von A nach B bringen will, dass ich denen einfach helfen will, an sich selbst zu arbeiten. Warum will ich das? Weil ich selbst immer noch auf diesem Weg bin und merke, wie powerful dieser Weg ist und was einem das geben kann, wenn man an sich selber arbeitet. Und genau das ist der Punkt. Ich gehe raus, ich bin draußen und egal, wo ich hingucke, ich sehe einfach nur verschwendetes Potenzial. Genau das ist der Punkt. Ich sehe nur verschwendetes Potenzial. Und das ist die Sache, auch bei mir. Auch ich bin ja nicht perfekt. Aber ich weiß mittlerweile, und egal wie überheblich oder fernab von dieser Welt sich das jetzt anhören mag, vielleicht nicht alles, aber wenn ich hart arbeite und wenn ich einfach das mache, was ich mir vornehme, dann kann ich im Prinzip erreichen, was ich will. Am Ende des Tages ist es immer nur eine Frage davon, was bin ich bereit dafür zu tun? Was bin ich bereit, dafür aufzugeben? Und genau das ist der Punkt. Meiner Meinung nach sind heutzutage alle einfach zu soft geworden. Und die Sache, auf die ich hinaus will, wenn ich ab und zu in meiner Insta-Story mal was Herausforderndes sage, mal was sage, wo nicht jeder mit konform geht, dann kommen direkt Nachrichten in mein Postfach. Ja, aber ich habe ein stressiges Leben. Ich muss den ganzen Tag arbeiten. Wie soll ich da noch das machen? Wie soll ich da noch das machen? Funktioniert alles nicht. Und genau das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Auf dieses Aber. Es gibt immer ein Aber. Der Punkt ist der. Und mir geht es hier jetzt gar nicht speziell nur um Fitness. Mir geht es um, egal welches Ziel du in deinem Leben hast, egal was du in deinem Leben vorhast, egal was du in deinem Leben erreichen willst. Es gibt immer ein Aber. Der Punkt ist der. Du hast dein Ziel und du sagst, ja, aber da ist das, aber da ist das, aber da ist das. Was passiert automatisch? Du schiebst dich selbst in diese Opferrolle, weil du hast es ja nicht in der Hand. Die äußeren Umstände sind ja das, was am Ende des Tages schuld ist, weil du hast ja eine Familie, du hast ja einen stressigen Job oder du machst gerade eine Weiterbildung, du bist gerade in einem Studium, dies, das und immer ist irgendwas. Du bist nie verantwortlich. Genau das ist der Punkt. Meine Klienten beispielsweise, wenn ich dir von manchen meiner Klienten das Leben zeige, dann wirst du für dich selber feststellen, okay, so wenig Zeit habe ich gar nicht. Ich habe Klienten dabei, ich habe einen Klienten, der ist selbstständig mit 58 Mitarbeitern, 3 Kindern, hat noch 3 Immobilien und jetzt wirst du dir denken, ja, der ist selbstständig, der hat ja das perfekte Leben, hat Immobilien, muss sich keine Gedanken um Geld machen. Mag sein, aber auf der anderen Seite, versetz dich mal gedanklich in dieses Leben hinein und dann überleg dir mal, okay, wie wenig Zeit muss dieser Mensch denn haben? Ich habe einen Klienten bei mir, ist Filialleiter, macht nebenbei noch eine Weiterbildung und will jetzt noch die Abendschule besuchen, ist trotzdem bei mir und sucht nicht nach Ausreden. Ich habe eine Klientin bei mir, die arbeitet in der Pflege, arbeitet manchmal 12 bis 14 Stunden und hat keine festen Arbeitszeiten. Manchmal muss sie auch Notdienst machen, manchmal arbeitet die 7 Tage am Stück. Meinst du, sie ist nicht kaputt? Meinst du, sie hat extrem viel Zeit, zumal sie auch noch eine Tochter hat, zumal sie auch noch ein Familienleben hat, um das sie sich kümmern muss? Der erste Punkt, den du für dich selber mal wahrnehmen solltest, ist der folgende. Und da nehme ich jetzt jeden von uns mit ins Boot. Es gibt Menschen, die hatten es schwerer und haben es trotzdem geschafft.
und haben vielleicht sogar mehr geschafft. Am Ende des Tages sind es aber genau diese Geschichten, die man dann irgendwo im Fernsehen hört, die einen inspirieren, wo man sich denkt, boah krass, wenn der das geschafft hat, dann müsste das ja eigentlich ein Vorbild sein für uns, dass wir uns sagen können, okay, wenn so jemand das schafft, da wo der herkommt, kann ich das auch schaffen. Weil eine Sache ist auch klar, diese Menschen sind am Ende des Tages nichts Besonderes. Die haben nur eine Fähigkeit, auf die wir gleich noch eingehen, die die dahin gebracht hat, wo sie heute sind. Und ein Beispiel von mir, nicht von mir, was ich letztens gehört habe. Cuadrado, ich weiß nicht, ob du den kennst. Kolumbianischer Nationalspieler, spielt bei Juventus. Sein Vater wurde mit 5 Jahren, als er 5 Jahre alt war, wurde sein Vater erschossen. Der hat sich unterm Bett versteckt, sonst hätten die ihn vermutlich auch erschossen. Das waren Einbrecher, sind ins Haus eingebrochen, bei denen damals in Kolumbien noch. Habe ich mir letztens die Story durchgelesen. Jetzt überleg dir mal, wie er aufgewachsen sein muss. Und wo ist er heute? Fußballprofi. Und Fußballprofi wirst du nicht einfach mal so. Manche Leute werden das, klar, mit Vitamin B. Aber wenn du daher kommst, wo er herkommt, wirst du nicht einfach mal ebenso Fußballprofi. Aber was hat er gemacht? Gas gegeben, er hat durchgezogen. Und jetzt lebt er seinen Traum. So, und genau das ist der Punkt. Diese Fähigkeit, von der ich spreche, ist nicht nur eine, sind mehrere Fähigkeiten. Lass mich hier kurz einen Schluck von meinem Energy nehmen. Das erste, was du für dich selber klar machen solltest, ist das folgende. Dieses Mindset, aber, oder ich bin schon immer so gewesen, das hat man schon immer so gemacht, ich bin einfach so. Dieses Mindset wird dich nirgendwo hinbringen. Und wenn du sagst, ich bin so, wie ich aktuell bin, mit meinen Lebensumständen, egal ob es deine Gesundheit ist, ob es dein Körper ist, ob es dein Beruf ist, ob es deine Partnerschaft ist, ob es was auch immer, egal was es ist, wenn du sagst, ich bin zufrieden, ich bin so glücklich, dann um Gottes Willen, dann lass alles so, wie es ist. Ich weiß aber mittlerweile aus Erfahrung, die meisten Leute, die spielen nach außen hin auch immer so ein bisschen dieses Glück vor und tief im Inneren wissen sie ganz genau, ich habe eigentlich viel größere Ziele für mich. Ich will eigentlich viel, viel mehr. Und jetzt lass mich mal die doofe Frage stellen. Auf dein Berufsleben, auf deinen Körper, auf deine Beziehungen, auf deine Familie, generell auf dein Leben. Wenn du ganz genau wüsstest, es gibt keine Möglichkeit zu scheitern. Du kannst nicht scheitern. Und du kannst auch einfach mal so ein bisschen träumen. Mach mal die Augen zu und träum einfach mal ein bisschen. Was wäre dann dein Ziel? Was würdest du dir selber sagen, was du erreichen willst? Beispielsweise, ich habe viele Erstgespräche mit neuen Klienten für mein Programm. Und wie wir alle wissen, bei mir geht es darum, nicht nur seinen Traumkörper aufzubauen, sondern auch einfach gesünder zu leben, gesünder zu werden, fitter zu werden, mehr Energie zu bekommen. Und das natürlich mit einem Weg, der ins eigene Leben passt, an den man sich für immer halten kann. Aber die Sache ist die, du siehst vermutlich auf Instagram meine Klienten, wie die mega krasse Ergebnisse erzielen. Und das sind in der Regel Ergebnisse, mit denen die selber nicht gerechnet hätten. Weil ich höre in diesen Erstgesprächen immer, ja, ich würde gerne ein bisschen Fett verlieren oder ich würde gerne ein bisschen Muskulatur aufbauen oder ja, ich will einfach ein bisschen gesünder, ein bisschen fitter werden. Was ist das denn für ein Ziel? Um Gottes Willen, natürlich ist das ein guter Step. Und wenn man dann noch den ersten Step macht, auf mich zukommt und sagt, ich hole mir Hilfe, weil ich das Ganze auch erreichen will, top. Es gibt nichts Besseres. Aber lass uns das Ganze doch mal ein bisschen stretchen. Was ist denn wirklich das Ziel? Und jedes Mal, wenn wir da ein bisschen tiefer gehen, kommt raus, ich will mich auch einfach stolz auf mich selber fühlen. Vielleicht, wenn man ein Mann ist, will man in den Spiegel gucken, will sein Sixpack sehen, will auf den Armen Adern sehen. Wenn man eine Frau ist, will man diese Sanduhrfigur haben. Und das ist doch ein Ziel, wo man sich sagt, ja Mann, geil, da will ich hin. Und wenn man sich dann noch sagt, okay, mag es sein, dass es viele Ausreden geben würde, wo ich sage, aber das, aber das, aber das. Man sich aber einfach sagt, guck mal, egal welche Ausrede da ist, ich lasse diese Ausrede einfach nicht gelten. Ich übernehme einfach die Verantwortung und trotz dieser ganzen Ausreden, die ich da habe, gebe ich Vollgas und ich ziehe trotzdem durch. Und ich versuche trotzdem mein Bestes. Das ist der Punkt.
Ich versuche mein Bestes. Darum geht es am Ende des Tages. Wenn du scheiterst, wenn mal ein Tag da ist, wo es nicht so funktioniert, dann hakt diesen Tag ab. Wir haben alle Tage in unserem Leben, wo es nicht so funktioniert. Aber geh mit dieser Einstellung durch dein Leben. Nicht, ich bin einfach so, sondern ich versuch's einfach. Ich versuche meine Ziele zu erreichen. Und wenn du dir dann sagst, egal was passiert, ich gebe nicht auf. Und wenn du dir dazu noch sagst, ich tue einfach alles dafür, meine Ziele zu erreichen, dann kann ich dir garantieren, du wirst dahin kommen, wo du hin willst, wenn du einfach nicht aufgibst. Wenn du einfach weiter am Ball bleibst, einfach weiter durchziehst, dann kannst du nicht scheitern. Der einzige Moment, in dem du scheiterst, ist der, wo du aufgibst. Und ich will dir das aus meinem Leben mal erklären. Guck mal, ich komme nicht aus einer Familie von Selbstständigen. Ich komme nicht aus einer Familie von Unternehmern. Und trotzdem bin ich heute hier und trotzdem läuft es aktuell besser, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Wenn ich mal so 5, 6 Jahre zurückgehe, da habe ich nämlich gestern drüber nachgedacht, weil ich setze mich morgens oft hin und denke einfach mal über die Sachen nach, über die ich dankbar bin. Und der Punkt ist, wenn ich 5 Jahre zurückgehe, denke ich mir, krass, was du bis jetzt geschafft hast. Der Punkt, auf den ich aber hinaus will, ist der folgende. Warum habe ich das geschafft? Nicht, weil ich was Besonderes bin oder weil ich irgendwelche besonderen Fähigkeiten habe, sondern weil ich einfach alles dafür tue, da zu sein, wo ich heute bin und immer weiter nach vorne zu kommen. Ich tue einfach alles dafür. Das sehen die Leute vielleicht nicht, aber ich habe mit 16 angefangen, Bücher zu lesen. Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Wenn ich auf YouTube bin, ich benutze YouTube nicht für meine Unterhaltung oder sonst irgendwas. Wenn ich auf YouTube bin, YouTube ist meiner Meinung nach eine der powervollsten Sachen, die es auf diesem Planeten gibt. Und auch Podcasts, Bücher, diese ganzen Sachen. Deswegen mache ich diese Sachen ja mittlerweile auch, weil ich genau das Gleiche geben will, was ich bekommen habe. Weil ich habe durch YouTube-Videos, durch Podcasts, durch Bücher so viel gelernt. Am Anfang, ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Was habe ich gemacht? Ich habe mich hingesetzt. Ich habe was dafür getan, dass ich da hinkomme, dass ich die Sachen schaffe, dass ich weiß, wie es funktioniert. Dann, als ich langsam reingekommen bin, als ich langsam auf dem Weg war, was habe ich gemacht? Beispielsweise, ich habe ja mit Social Media angefangen. Ich habe einfach angefangen, ohne dass ich mir dachte, okay, das wird irgendwie ein krasses Erfolgserlebnis oder was auch immer. Ich habe einfach angefangen, Videos zu machen. Und was habe ich noch gemacht? Ich war konstant. Ich habe jeden Tag Videos gemacht. Dann habe ich gemerkt, guck mal, die Leute folgen dir. Die Leute interessiert das, was du machst. Was war der nächste Step? YouTube. Ich habe geguckt, okay, wie funktioniert das mit den Videos? Wie kann man das besser machen? Wie kann man das effizienter machen? Wie kann ich da besser arbeiten? Wie kriege ich meine Videos besser hin? Alles Mögliche. Der nächste Step, als ich immer mehr gemerkt habe, okay, es läuft, es funktioniert, habe ich mir Kurse gekauft. Dann gibt es diese Leute im Internet, die sagen, ja, Online-Kurse, alles Scam, alles dies, alles jenes. Ja, wenn du mit der Einstellung da rangehst, du kaufst dir einen Online-Kurs oder ein Coaching und von jetzt auf gleich wirst du Millionen verdienen. Natürlich ist das dann ein Scam. Natürlich funktioniert das nicht. Du kannst nicht von Step 1 zu Step 100. Du musst trotzdem die Steps dazwischen machen. Und du musst bereit sein, auch die Arbeit dafür zu tun. Ich habe mir diese Kurse gekauft und ich habe mich hingesetzt. Ich habe manchmal diese Kurse, da waren 70, 80 Videos manchmal drin, vor allem wenn es um Social Media ging. Ich habe mir die alle in einer Woche durchgeguckt. Ich habe mir das ganze Wissen angeeignet, weil ich einfach hungrig war, mehr zu schaffen, weil ich nach vorne wollte. Jetzt aktuell, ich habe gemerkt, okay, ich kann den Leuten lebensverändernde Transformationen bringen. Ich schaffe das. Das funktioniert. Die Leute wollen das von mir, die Leute sind mir dankbar. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Mentor geholt, ich habe ein halbes Vermögen für einen Mentor an meiner Seite ausgegeben, von dem ich wusste, natürlich habe ich mir den nicht einfach gekauft, weil ich dachte, okay, ich verdiene damit jetzt Millionen, wenn ich mir hier ein Mentoring kaufe. Ich habe mir den geholt, damit ich einfach in einem Bereich ein bisschen besser werden kann, im nächsten Bereich ein bisschen besser werden kann, damit er mir einfach den Weg zeigt. Genau das ist der Punkt, genau dafür ist ein Mentoring-Programm oder ein Coaching-Programm da. Du kommst zu jemandem, der das, was du hast, der das, was du haben willst, schon geschafft hat. Das, was du erreichen willst, hat er schon geschafft. Und er kann dir den Weg dahin zeigen. Er kann dir den Weg dahin einfacher machen. Die Arbeit muss am Ende des Tages trotzdem du machen. Aber
Meiner Meinung nach ist genau das der Step dahin, wo du hin willst. Step 1, schmeiß diese Opfermentalität weg, dass du dir sagst, das kann nicht funktionieren, aber, das ist im Weg, das ist im Weg. Übernimm die Verantwortung. Wenn du ein Ziel hast, setz dich hin, sag dir, ich will das erreichen und dann sag dir nicht, ja, wäre schön, das zu erreichen, aber klappt vermutlich eh nicht. Nein, setz dich hin, sag dir, das ist mein Ziel und das will ich erreichen und das werde ich erreichen. Und dann setz dich hin und mach die Arbeit, die dafür nötig ist. Und dann kann ich dir garantieren, wenn du nicht aufgibst, wirst du dieses Ziel auch erreichen. Und wenn du dir dann jemanden holst, und das um Gottes Willen, ich will hier keine Werbung für mein Coaching oder sonst irgendwas machen. Mir geht es hier gar nicht nur um Fitness. Natürlich. Wenn du körperlich irgendwelche Ziele hast und sagst, ich komme da alleine nicht hin, dann ist es der schlauste Gedanke, sich einen Coach an seine Seite zu holen. Wenn ich das bin, cool. Wenn ich das nicht bin, kein Problem. Hauptsache, du kommst an dein Ziel. Der Punkt, auf den ich hinaus will, mir geht es hier um alles in deinem Leben, nicht nur um Fitness, um deinen Beruf, um deine Partnerschaft, egal was es ist, egal was deine Ziele sind. Setz dich hin und tu die Arbeit, die dafür nötig ist und hör auf, nach Ausreden zu suchen. Ich will einen flachen Bauch. Ich will unbedingt ein Sixpack erreichen. Oh, ich will aber die Süßigkeiten essen. Oh, die schmecken aber so lecker. Ich habe keinen Bock, mich zu bewegen. Warum soll ich denn Sport machen? Oh, ich habe so einen harten Arbeitstag. Ich schaff's nicht mehr ins Training. Willst du dein Ziel erreichen oder willst du es nicht erreichen? Am Ende des Tages musst du natürlich was dafür tun. Natürlich kannst du dir den Weg so einfach wie möglich machen. Natürlich gibt es Wege, wie du nicht verzichten musst. Aber du musst trotzdem bereit sein, einen gewissen Aufwand dafür, dein Ziel zu erreichen, auch zu machen. Und genau das ist der Punkt. Wenn du langsam anfängst, diese Opfermentalität zur Seite zu schieben und anstatt immer nur an diese Ausreden zu denken oder an diese Möglichkeiten, warum es nicht klappen könnte, wenn du mal schaust, warum es klappen könnte, wenn du dir mal Leute anschaust, die das geschafft haben, was du erreichen willst, wo die hergekommen sind, kann ich dir garantieren, die sind nicht irgendwelche besonderen Menschen. Die haben nicht irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Die sind nichts Besonderes. Das Einzige, was die haben die Bereitschaft, hart zu arbeiten und nicht aufzugeben und was für ihre Ziele zu tun. Und wenn du dir diese Eigenschaft aneignest, dann kannst du nicht verlieren. Und das kann ich dir garantieren. Heutzutage hörst du immer, ja, arbeite schlau, arbeite nicht hart. Ja, was ist, wenn da jemand ist, der schlau arbeitet und hart arbeitet? Was dann? Am Ende des Tages gewinnt der, der beides macht. Und genau das ist der Punkt. Du musst die harte Arbeit machen. Da geht kein Weg dran vorbei. So gerne ich dir das sagen würde. Guck mal, beispielsweise. Wenn ich schnipsen könnte und dann ist mein Klient in Traumform. Dann könnte ich mein Coaching-Programm für mindestens 100 Mal mehr verkaufen, als ich es jetzt verkaufe. Und jeder wird zu mir kommen. Ich wäre jetzt Milliardär in diesem Moment. Aber das funktioniert nicht. Und genau das ist der Punkt. Wenn du deine Ziele erreichen willst, dann musst du deine Identität ändern. Die Version von dir, die du aktuell bist, wird nicht zu dem Ziel kommen, was du dir gesetzt hast. Deswegen setz dich mal hin und frag dich mal, ich habe dieses Ziel, ich habe dieses große Ziel vor Augen. Setz dich hin und dann frag dich, wie muss die Version von mir selber aussehen, die dieses Ziel erreicht hat? Was muss diese Version für Eigenschaften haben? Wie muss diese Version durch ihr Leben gehen? Setz dich mal hin, mach dir da mal Gedanken drüber und dann fang an, darauf hinzuarbeiten, anstatt immer nur nach den Ausreden zu suchen, anstatt immer zu sagen, aber ich habe eine Familie, aber ich habe keine Zeit, aber ich habe ein stressiges Leben, aber ich habe keine Energie, aber das. Aber das, aber das. Es gibt 100.000 Abers. Es gibt aber genauso 100.000 Gründe, die dafür sprechen, dass du dein Ziel erreichst, wenn du einfach die Arbeit dafür machst. Und genau das ist der Punkt. Und wenn dir dieses Video ein kleines bisschen geholfen hat, würde ich mich extrem freuen, wenn du mir eine positive Rezension da lässt. Auf YouTube drück auf den Abonnieren-Button, Spotify klick auf diesen Stern und lass mir eine positive Rezension da. Das würde mich extrem unterstützen. Und dann bin ich mir extrem sicher, wenn dir diese Episode ein bisschen gefallen hat, wird dir diese Episode hier mindestens genauso gefallen.